Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. In diesem Video geht es um die drei Punkte, die Tesla machen muss, um die Technologieführerschaft zu behalten und zu überleben. Ich hatte dieses Video vor einigen Tagen schon mal aufgezeichnet und bezeichnenderweise war der Akku der Kamera leer und wie ich feststellen musste, wird dann das Video nicht aufgezeichnet. Das heißt, die nächsten 2-3 Minuten wirst du mich nicht in bewegten Bildern sehen, sondern nur mit Ton und dann in einem anderen Outfit, wenn ich dir erzähle, was Tesla machen muss, damit es gerettet wird. Schau dir das Video an. In letzter Zeit habe ich relativ viel über andere Autos berichtet, die neu auf den Markt kommen. Zum Beispiel über den Audi e-tron oder den Jaguar I-Pace. Ich habe viel über Ultraschnellladenetze gesprochen, die das Laden von Elektroautos mit 350 kW ermöglichen und viel Kritik einstecken müssen von Tesla-Fans, die mir vorgehalten haben, dass ich hier Äpfel mit Birnen vergleiche oder Ankündigungsweltmeister, Promoter, die es noch nicht mal geschafft haben, etwas umzusetzen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, da habt ihr vollkommen recht, dass die Ladeinfrastruktur von Tesla und die Technologie von Tesla Stand heute auf jeden Fall das Nonplusultra am Markt ist. Es gibt keinen Anbieter, der elektrisches Langstreckenreisen schneller möglich macht als Tesla im Moment. Die neuen Fahrzeuge, wie zum Beispiel der e-tron oder I-Pace, kommen aber bereits in wenigen Monaten. Der Jaguar kommt definitiv im August, das heißt in 3 Monaten. Der e-tron soll ab September kommen. Und beide haben Technologien, die denen vom Tesla gewachsen sind. Nur zum Beispiel, wenn wir, das können wir natürlich im Moment nur die Angaben der Verkaufsprospekte und Marketingabteilungen für wahrnehmen, sind die Ladekurven, die Ladegeschwindigkeit von beiden Autos höher bzw. gleich mit dem Tesla Model S 100. Und auch die Ultraschnellladenetze kommen gerade mit voller Kraft. Das heißt zum Beispiel Ionity wird bis zum Jahresende ungefähr so 20 bis 50 Ultraschnellladestationen in Deutschland aufgestellt haben mit jeweils 6 Lademöglichkeiten, also das heißt bis zu 300 Lademöglichkeiten. Und das Supercharger-Netz hat aktuell bei 58 Standorten 408 Lademöglichkeiten. Wie ihr seht, ist hier also sehr, sehr viel Bewegung im Markt und deswegen wird es höchste Zeit für einen 3-Punkte-Plan für Tesla. Der 3-Punkte-Plan, den ich hier vorstelle, ist dafür gedacht, dass Tesla auch weiterhin die Technologieführerschaft in der Elektromobilität behalten kann. Ich denke, dass wenn Tesla es schafft, diese 3 Punkte zeitnah, also auch noch dieses Jahr umzusetzen, sie auch weiterhin die Technologieführerschaft behalten werden. Der erste Punkt ist, sie müssen CCS-Anschlüsse in allen neuen Autos anbieten. Das heißt sowohl Model 3 als auch Tesla Model S und X. Warum? Ganz einfach. Der CCS-Lader ist die Technologie, mit der man hier in Deutschland, in Europa, fast ja, überall auf der Welt, mit Ausnahme von Nordamerika und einigen anderen Staaten, laden kann. Wenn ich als Tesla-Besitzer jetzt die Möglichkeit habe, an anderen Ladestationen, also CCS-Ladestationen mit 350 kW Ladeleistung zu laden, dann ist das jetzt ein großer Vorteil. Denn bisher war es so, dass die Supercharger quasi der Leuchtturm der Ladeinfrastruktur waren und es sehr wenig Alternativen gab. Deswegen war es für mich als Tesla-Fahrer kein Problem, nur auf die Supercharger beschränkt zu sein. Aber dadurch, dass auch in den Städten immer mehr DC-Lader kommen, ist es für mich viel interessanter, auch mit CCS laden zu können, als über so eine Adapterlösung mit 43 kW bzw. 47 kW an CHAdeMO laden zu können. Insbesondere, weil CHAdeMO ja auch nicht mehr weiter oder nicht so stark ausgebaut wird, wie das bei den CCS-Ladestationen der Fall ist. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wenn CCS im Tesla-Fahrzeug eingebaut ist, ist es wettbewerbsfähig und es bestehen gute Chancen, dass auf jeden Fall das Model 3 CCS erhält und auch Model S und X. Denn man sieht das zum Beispiel in China, dass auch dort Tesla
neben dem normalen Supercharger-Anschluss einen entsprechenden chinesischen Anschluss hat. Zudem ist Tesla dem CCS-Konsortium beigetreten und es finden auch Gespräche zum Beispiel mit Ionity, dem Ultraschnellladenetzanbieter, statt, sodass hier in Zukunft einiges in Bewegung kommen sollte. Punkt 1 meines 3-Punkte-Plans ist also CCS für alle Tesla. Punkt 2 ist die Ladegeschwindigkeit. Bisher ist es ja so, dass man am Supercharger eine Ladeleistung von 135 kW zur Verfügung gestellt bekommt und mit dem Topmodell, also dem S100D, 118 kW Ladeleistung abrufen kann. Ich zum Beispiel mit meinem S75 kann maximal 98 kW Ladeleistung abrufen und was mich persönlich in der Praxis richtig stört, ist die schlechte Ladekurve. Denn bei meinem S75 ist es so, dass ich nur von 10% State of Charge bis 45% State of Charge, also 35% über den Daumen gesprochen, des Akkus wirklich schnell laden kann und die anderen 65% lade ich deutlich langsamer. Das heißt, ich darf nicht zu leer an die Ladestation fahren und auch nicht zu lange bleiben, um eine hohe Reisegeschwindigkeit zu haben. Beim S100 ist das ein bisschen besser, der lädt auch unter 10% schneller, aber auch nicht mit maximaler Leistung und lädt auch relativ lange dann mit hoher Leistung, sodass man hier schon eine deutlich bessere Ladekurve als beim S75 hat. Bei den vorgestellten Fahrzeugen wie e-tron und iPace von Jaguar ist es so, zumindest auf dem Papier, wie gesagt, aktuell habe ich die Autos noch nicht testen können, aber auf dem Papier ist die Ladekurve deutlich besser. Der e-tron lädt zum Beispiel beim 95 Kilowattstunden Akku innerhalb von 30 Minuten auf 80%. Das sind 76 Kilowattstunden, die er in dieser Zeit lädt. Das schafft noch nicht mal das Model S. Und zum anderen ist es eben halt auch so, dass am Supercharger mit der steigenden Nutzung die theoretisch verfügbare Ladegeschwindigkeit deutlich abnimmt. Das heißt, die 135 Kilowatt Ladeleistung, die eines dieser Ladegeräte, die sogenannten Stalls, hat, wird immer aufgeteilt auf zwei Stalls, wenn an diesen zwei Autos hängen. Das heißt, wenn du als erster an den Stall 1A fährst, zum Beispiel mit deinem S100D, lädst dort mit 118 Kilowatt Ladeleistung, dann kommt an den zweiten Stall 1B jemand und möchte dort auch laden, dann gibst du ihm erstmal 30 Kilowatt Ladeleistung ab. Das heißt, du kannst dann eben nur noch mit so um die 100 kW laden. Derjenige, der kommt, lädt eben halt nicht, auch wenn er ein 100D hat, mit 118 kW, sondern nur mit 30. So lange, bis du sozusagen mit deiner Ladekurve in den langsameren Bereich gehst und mehr Ladeleistung zur Verfügung steht, dann bekommt der andere mehr. Das habe ich zum Beispiel bei meiner Fahrt von Kiel nach Sölden festgestellt, wo ich 7-mal am Supercharger stand und 3-mal hatte ich nicht die volle Leistung, weil neben mir eben halt jemand anderes geladen hat. Das heißt, mein Punkt 2 ist, Tesla muss an den Superchargern 150 kW Ladeleistung zur Verfügung stellen und zwar egal wie viele da dranhängen. Warum 150 kW? 150 kW ist die Ladeleistung, die zum Beispiel auch der Audi e-tron oder andere Elektroautos mit dem 400 Volt Akkusystem schaffen. Die 350 kW, die Ultraschnelllader zur Verfügung stellen, die können nur mit einem 800 Volt System genutzt werden, was zum Beispiel dann der Mission E nächstes Jahr haben wird. Aber es heißt, um hier die Technologieführerschaft zu behalten, den Vorsprung vor allen Dingen zu behalten, auch in der Praxis, in der Anwendung, sind 150 kW Pflicht und 150 kW, da sind sich viele einig, wird ab 2020 der Mindeststandard von der Ladegeschwindigkeit sein. Ist im Prinzip das, was du jetzt vergleichbar mit den typischen 50 kW Schnellladesäulen kennst. Neben der Ladeleistung ist, wie gesagt, auch die Ladekurve sehr wichtig. Hier ist Tesla, denke ich, sehr vorsichtig oder sie haben, weil sie eine andere Akkustruktur haben als der e-tron oder der iPace, die haben ja Pouchzellen, Tesla hat die Rundzellen,
haben nicht die Möglichkeiten, so lange, so schnell zu laden. Und das ist ein wirklicher Nachteil, denn wenn ich mir überlege, bei 70% State of Charge lade ich schon langsamer, als ich mit meinem BMW i3 laden kann, also sprich unter 50 kW. Und das erhöht die Ladezeit doch erheblich. Und insbesondere, wenn man dann so eine kleinere Batterie hat wie ich, kann man dann wirklich nur von Supercharger zu Supercharger fahren, um im optimalen Bereich laden zu können. Und das kostet natürlich immer die Anfahrtzeit zum Supercharger und zurück. Nur mal so als Info, in Wittenburg, da lade ich häufig, das habe ich einfach mal gestoppt, brauche ich 9 Minuten, um von der Autobahn zum Supercharger und zurückzukommen, ohne da zu laden. Also einfach nur sozusagen die Fahrzeit. Mit Ankoppeln sind das dann eben halt auch so 10, 12, 13 Minuten. Also hier neben der Ladeleistung ist auch die Ladekurve entscheidend, sprich die Ladegeschwindigkeit, halbe Stunde für 76 Kilowattstunden, das sind 300 Kilometer ungefähr bei dem Verbrauch, den der e-tron hat, ist, denke ich, eine sehr gute Zeit. Punkt 3 ist die Akkugröße. Wenn Tesla hier die Technologieführerschaft behalten möchte, ist es erforderlich, dass sie größere Akkus anbieten, nämlich 120 Kilowattstunden, um einfach dieses Langstreckenreisen in den hohen Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Denn im Vergleich zum iPace und e-tron haben sie einen großen Vorteil mit dem Model S und natürlich auch mit dem Model 3. Die beiden Autos verbrauchen deutlich weniger als die höher aufbauenden mit schlechteren CW-Werten und größeren Stirnflächen versehenen Autos von Audi und Jaguar. Für mein Fahrprofil zum Beispiel würde der 120 Kilowattstunden Akku eine Verkürzung der Reisezeit um 15 Minuten pro Tag bedeuten, wenn ich von Kiel nach Berlin und zurück fahre. Das würde wiederum bedeuten, dass ich ja praktisch mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs bin wie mit einem Auto mit Verbrennungsmotor, vorausgesetzt ich fahre maximal 130 und mache eben halt 2 Pinkelpausen und kann natürlich vor Ort in Berlin die Energie an der Ladesäule nachladen. Also das heißt, in diesem Bereich 120 Kilowattstunden sind wir dann wirklich schon in dem Fahrverhalten eines Verbrenners, was die Ladepausen angeht. Und das ist, denke ich mal, nochmal ein entscheidender Schritt von ich muss mich komplett umstellen, ich muss mehr Zeit bei den Ladepausen einplanen, hinzu ich lade einfach, wenn ich es wirklich muss und kann ja ganz normal sozusagen reisen. Das sind die drei Punkte, der Drei-Punkte-Plan, also CCS für alle Tesla-Modelle, 150 kW Ladeleistung mit einer besseren Ladekurve, nämlich dass man bis 80% State of Charge richtig durchlädt und ein 120 Kilowattstunden Akku, um ein wirklich mit einem Auto mit Verbrennungsmotor vergleichbares Fahrprofil auch auf Langstrecken zu haben. Was sind eure Punkte? Was denkt ihr, sollte Tesla machen, um die Technologieführerschaft zu behalten? Ich freue mich über eure Kommentare. Hinterlasst sie gerne unter dem Video. Wenn ihr noch nicht meine Abonnenten seid, dann stellt doch euer Abo über das Elektroauto hier im Point of Interest ein. Stellt vor allem auch die Benachrichtigung ein, damit ihr wisst, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Dirk Henningsen.